2,5 Jahre dauerte die Hauptuntersuchung der Dampflok 11 der Mansfelder Bergwerksbahn. Nach diesem langwierigen und kostspieligen Prozess konnte die Lok erstmals im März dieses Jahres für die erste Probefahrt wieder auf die Schienen. Nach einigen abgestellten Mängeln folgte die zweite Probefahrt Anfang April. Alle Beteiligten zeigten sich damals schon zufrieden und es galt nur noch wenige Nachjustierungen vorzunehmen. Am Freitag, den 16. April, fand somit die Einweihungsfahrt der Lok 11 statt. Vertreter einiger Förderer wie die Volksbank und die Sparkasse sowie Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und Verkehr, ließen es sich nicht nehmen, diesem Anlass beizuwohnen. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützte die Hauptuntersuchung, die am Ende etwa 500.000 Euro kostete, immerhin mit mehr als 300.000 Euro. Wir haben dazu 316.000 Euro beigetragen als Land Sachsen-Anhalt, denn es ist wichtig, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wie der Mansfelder Bergwerksverein seit knapp 30 Jahren, an technische Denkmäler erinnern und die vor allen Dingen auch funktionstüchtig halten, sodass die Menschen wissen, wie früher einmal Zugverkehr funktioniert hat. Gemeinsam wurde das Gütesiegel auf die Lok gebracht. Dieses Datum der Betriebsfreigabe bedeutet, dass die Lok im besten Fall erst in 8 Jahren wieder in die Werkstatt muss. Für eine erneute Generalüberholung. In den historischen Wagen der Mansfelder Bergwerksbahn ging es dann auf der ersten Jungfernfahrt vorbei an den Abraumhalden bis zum Gleisdreieck Siersleben. Wann die Lok 11 regulär in Betrieb genommen werden kann, ist noch unklar. Der museale Fahrbetrieb ist derzeit wegen der Pandemie untersagt bzw. mit Einschränkungen verbunden. Die Vereinsmitglieder hoffen natürlich, das geplante Festwochenende im September, welches auch das verschobene Vereinsjubiläum beinhaltet, durchführen zu können, mit natürlich der Lok 11.